Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Antje und heute möchte ich euch meinen Haul bei Cosmetic for Less zeigen. Wenn ihr wissen wollt, was ich alles gekauft habe, dann bleibt doch bitte dran. Bevor wir uns um den Haul bei Cosmetic for Less kümmern, wollte ich euch nochmal ein neues Set von Oceans Apart zeigen, das ich zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und zwar ist das das Amaya Set. Das besteht aus 4 Teilen. Und ja, ich werde euch gleich hier mal ein Video einblenden, dass ihr das mal seht, wie ich von oben bis unten aussehe, wenn ich alle Teile anhabe. Wie gesagt, das Set besteht aus 4 Teilen. Wir haben da einen Pullover, den finde ich so schön. Der geht natürlich aber auch nur, sage ich mal, bis ja kurz über den Bauchnabel. Das ist ein etwas kürzerer Pullover. Das mag ich persönlich sehr gerne. Gerade im Sommer finde ich das schön. Ich finde auch schön, dass der Pullover hier so Details an den Ärmeln halt hat. Mir gefällt so was gut. Die Farbe finde ich total toll. Dann hat der Set auch ein Sportbra. Das hat auch so richtig schöne, breite Bänder hier oben. Das gefällt mir richtig gut. Und dann hat man noch eine Leggings, die auch super angenehm ist. Ich finde die super bequem zu tragen. Das sind für mich aktuell so meine Rumgammelhosen. Also ich tausche meine ganzen Jogginghosen hier gegen aus, einfach weil die auch super bequem sind, schön warm sind und ich dann nicht rumlaufen muss wie so ein Schluffi. Gefällt mir eigentlich persönlich im Moment besser. Und als viertes, das habe ich euch in dem anderen Video jetzt nicht gezeigt, das ist hier jetzt eine so eine Mütze. Ich finde, das ist eine richtig coole Mütze. Die wird bei uns in unser Schränkchen wandern für die Winterklamotten. Die werde ich mir mit meiner Tochter teilen, wobei ich mir recht sicher bin, dass ich die im nächsten Winter nicht anziehen werde, denn diese Farbe wird definitiv meiner Tochter gut gefallen. Ja, und ich habe mir dieses Set wie ihr seht, in einem Knallpink ausgesucht. Das war einfach etwas, wo ich gedacht habe, ja, das ist mal was für mich, ein bisschen Farbe, denn jetzt kommt der Frühling, der Sommer und dann brauche ich auch wieder ein bisschen Farbe und daher habe ich mich hier für dieses Set entschieden. Ich habe diesmal auch wieder einen Rabattcode, der heißt AntjeJT, schreibe ich euch hier oben aber noch hin und dieses Mal ist so, den könnt ihr einlösen ab einem Mindestwert von 79 Euro und dann könnt ihr euch 2 Geschenke im Gift Schuser aussuchen. Das blende ich euch hier mal ein, dann könnt ihr da mal gucken, wie das aussieht und was man sich da aussuchen kann. Das ist super easy gemacht. Ihr könnt das über meinen Link, den ich euch unten in die Infobox einfüge, ganz einfach auf die Seite kommen und euch was aussuchen ab 79 Euro. Wenn ihr dann meinen Code eingebt, bekommt ihr dann direkt diesen Giftschuser gezeigt. Da könnt ihr euch was aussuchen, übernehmt das und dann ist das auch schon in eurem Warenkorb drin. Ich habe ja jetzt quasi das dritte Set von Oceans Apart bekommen. Die anderen beiden Sets schreibe ich euch unten auch noch in die Infobox. Und am Ende vom Video zeige ich euch noch ein zweites Set, was ich diesmal auch wieder mitbekommen habe. Dann könnt ihr euch das da auch nochmal angucken. Schreibe ich euch unten aber auch alles in die Infobox rein. Ja, und wie gesagt, ich trage diese Sachen so, so gerne. Und das sage ich jetzt nicht einfach so. Ich weiß, das sagen immer ganz viele Leute, aber es ist wirklich so. Ich trage die Sachen super gerne. Die sind so bequem. Und da ich ja jetzt nicht so eine Sportmaus bin, muss ich ehrlich zugeben, ich mache keinen Sport, außer ab und zu mal ein wenig Pilates, wenn mir danach ist, aber ansonsten nicht. Benutze ich die Sachen wirklich hier zum Rumgammeln oder aber auch zum Rausgehen. Wie gesagt, diese Oberteile kann man super gut auf Jeans anziehen. Und auch die Sportbras, die ziehe ich mittlerweile einfach unter meinen Pullover und T-Shirts an, weil die so bequem sind. Man hat keinen nervigen Bügel und es hält trotzdem alles und sieht gut aus. Und es gibt ja auch unterschiedlich geschnittene Bras. Ne? Es gibt auch welche, die einen schönen Ausschnitt machen und so. Daher, ja, guckt einfach mal bei Oceans Apart vorbei. Ich mag die paar Sachen super gerne, deswegen habe ich auch privat selber schon bestellt und mir 2 weitere Sets gekauft, die ich euch mal in einem anderen Video zeigen werde. So, und dann kommen wir jetzt mal zu meinem Einkauf bei Cosmetic for Less. Und warum habe ich bei Cosmetic for Less bestellt? Ja, eigentlich ist da die liebe Sarah Isabel schuld. Also Like a Daisy in Spring, weil sie hat ein Video hochgeladen. Das verlinke ich euch mal hier oben oder da. Ich bin mir jetzt nicht sicher, in welcher Ecke. Ich verwechsel das immer. Auf jeden Fall hat sie Produkte von Root Cosmetics gezeigt und ich schleiche schon eine ganze Weile um die Sachen von Root Cosmetics drumherum, weil die schöne Paletten haben und auch andere schöne Produkte, die mir gut gefallen. Ja, und als ich das jetzt in ihrem Video gesehen habe, konnte ich einfach nicht anders und habe bestellt.
Und was habe ich bestellt? Natürlich eine von diesen Boots-Paletten. Ja, die sieht jetzt von außen vielleicht jetzt nicht ganz so hübsch aus, ne? Also da kann man ja immer geteilter Meinung sein, weil über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten. Aber wenn man da reinguckt, Leute, ich muss das ein bisschen wegklappen, weil der Spiegel hier sonst euch ein bisschen stört. Guckt mal. Ja, diese grünen Töne, also das sind matte Töne, schimmernde Töne. Und sie hat damit so einen schönen Look geschminkt, dass ich diese Palette haben musste. So. Liebe Sarah Isabel, du bist schuld, dass ich jetzt einkaufen musste. Nein, ich hätte natürlich nicht einkaufen müssen. Das ist natürlich meine eigene Entscheidung. Aber ja, sie hat mich da schon ein bisschen noch mehr beeinflusst, dass ich das unbedingt haben will. Deswegen habe ich mir die Helios Hologram Flame Boots gekauft. Aber wie gesagt, es gibt dann noch andere Boot-Paletten in anderen Farben, in bunter und auch noch in, ich glaube, so eine Nude. Tönen oder erdtönige Palette eher ist da, glaube ich, auch noch dabei. Aber hier die hat mir jetzt so gut gefallen, dass ich diese mitgenommen habe. Ja, und wenn ich eine Palette mitnehme, nehme ich natürlich noch eine zweite mit, weil die hier habe ich schon viel länger im Auge. Es ist so schlimm mit den Paletten und mir. Und zwar ist das The Spellbook Love. Hier gibt es auch noch zwei weitere Paletten, die blende ich euch hier auch noch ein. Aber hier die hat mich so angesprochen. Ihr wisst, das ist ja meine Lieblingsfarbe überhaupt. Und ja, das Packaging, ne? So ein süßes, kleines Buch hat mich angesprochen. Die hat auch hier einen schönen Spiegel drin. Halte ich euch jetzt aber gerade mal zu. Und dann hier, seht euch das mal an hier. Guckt mal, wie schön das aussieht. Ja, konnte ich nicht. Wenn ich jetzt sowieso bestellt habe und eine von den Root Cosmetics Paletten musste, diese natürlich auch mit. Ja, und dann könnte man meinen, ich wäre fertig. Nein, bin ich natürlich nicht, denn ich habe noch mehr eingekauft. Unter anderem hier zwei von diesen, heißen die? Base-Pigmente, und zwar einmal in Schwarz, einmal in Weiß. Das wollte ich gerne ausprobieren, wie das so funktioniert. Bin da echt gespannt, ob das gut geht. Deswegen habe ich mir die mitgenommen. Die gibt es auch noch in anderen Farben, in ganz vielen Farben, aber ich habe jetzt erstmal Schwarz und Weiß genommen, einfach zum Ausprobieren, weil ich würde das dann quasi ja, unter den Lidschatten einfach packen. Im Moment mache ich es ja so. Dann nehme ich zum Beispiel bei Weiß, die von P. Louise, habe ich eine weiße Lidschattenbase hier. Wenn ich eine ja, neutrale, hautfarbene möchte, nehme ich die von Essence und Merve. Und ich bin eine schwarze, habe ich mir noch nicht gekauft, oder? Ja, doch, ein jetzt bei e.l.f. Cosmetics hatte ich mir eine schwarze gekauft. Das ist ein der Putty Primer. Aber ich wollte jetzt hier von Root Cosmetics das mal ausprobieren, denn ich habe echt festgestellt, wenn man dann etwas Helleres oder Dunkles drunter packt, funktioniert das wirklich besser. Deswegen wollte ich die mal ausprobieren. Entschuldigung, aber meine Nase juckt. Und dann habe ich mir noch etwas Süßes Kleines gekauft. Guckt mal, ist das nicht niedlich? Und das sind so schöne Farben. Ich glaube, in der Kamera kommt es nochmal anders rüber durch das Licht. Und das ist You Glit Up My Life, ein Glitter, und zwar Luminous Queen. Und da gibt es auch so viele verschiedene. Da war auch noch so ein hübscher Orangener und ich glaube auch noch so rosa oder lila oder so. Auf jeden Fall super süß. Und da ich ja so einen Glitter-Primer habe, werde ich das hiermit einfach mal ausprobieren. Ich habe auch noch einen Glitter-Glue hier. Muss ich mal ausprobieren, mit welchem das am besten hält. Ja, und dann habe ich mir noch was gekauft. Weil in der Beauty Box von Cosmetic for Less und Lucky Daisy in Spring war auch ein, wie heißt das hier, ein Glitterliner drin. Und ich habe mir noch eine jetzt andere Farbe besorgt, und zwar dieses krasse Grün. Ich weiß nicht, was es ist, aber aktuell, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, stehe ich irgendwie auf Grün. Ich weiß nicht warum. Aber auf jeden Fall ist das hier der Glitter Primer in Beaming, heißt die Farbe. Den werde ich allerdings jetzt nicht als Liner nehmen, sondern eher so als Topper für auf die Lidschatten oben drauf, weil das schimmert so schön. Das habe ich mit dem anderen auch schon ein paar Mal gemacht. Das ist echt toll. Und ja, das war dann der kleine feine Einkauf bei Cosmetic for Less. Ich blende euch hier noch die Rabattcodes von der lieben Sarah Isabel und von Claudi ein, weil dann könnt ihr, wenn ihr bei Cosmetic for Less shoppt, auch ein wenig Rabatt bekommen. Und ich wechsle das halt immer ab, ne? Ich nehme mal den von Claudi und mal von Sarah Isabel, weil ich
beide sehr gerne mag und beide sehr gerne unterstützen möchte. Aber das könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. Falls ihr noch einen Code von jemand anderem kennt, könnt ihr den natürlich auch nehmen. Nur ich dachte, ich schreibe euch das hier hin und ich lasse es auch nochmal unten in der Infobox stehen, falls ihr das da auch nochmal nachlesen wollt. So, dann kommen wir jetzt noch einmal kurz zu Oceans Apart, denn ich habe ja am Anfang vom Video schon erzählt, dass ich noch ein zweites Set bekommen habe. Und ich muss mal kurz hier neben mich greifen, weil ich wollte euch so das ein oder andere Detail ein wenig aus der Nähe zeigen. Und das ist ein dreiteiliges Set. Und dieses Set ist das Becker-Set. Ich schreibe euch aber hier den Namen nochmal hin und unten in der Infobox packe ich euch den Link rein. Und das wollte ich euch dann jetzt mal hier die Struktur von dem Sportbra mal zeigen. Ich finde die Farbe total toll, weil das so eine ja, neutrale Farbe ist, die man auch gut irgendwo drunter tragen kann, ohne dass es halt aufträgt. Und ich mag halt, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich euch das jetzt hier zeigen soll richtig. Moment. So. Ich glaube, so rum muss das. Moment. Das will nicht so, wie ich will. Hier, ich finde die Form, also die Halsform hier und der Schnitt davon total toll. Ich mag den sehr gerne. Der entspricht genau auch diesem Muster von dem ersten Set, was ich habe, nur jetzt halt in einer neutralen Farbe. Und dann gibt es dazu noch ein T-Shirt, das auch wieder bauchfrei ist, was ich hier total süß finde. Guckt mal, könnt ihr das lesen? Hier. Hey Sunshine, finde ich total süß. Und das hier ist so ein leichter T-Shirt-Stoff. Ich denke, im Sommer wird das super cool sein, wenn man dann einfach jetzt diesen Bra anhat, das hier drüber geschmissen, dann kann man da kurze Hose, Rock, sonst was drauf und los geht's. Da ist man auch super schön angezogen. Ja, und das dritte Teil in diesem Set ist eine Leggings und das wollte ich euch auch nochmal kurz aus der Nähe zeigen. Und zwar hat die hier im Prinzip diesen Stoff von dem Bra und hier unten ist dann eher so dieser T-Shirt-Stoff, sodass man hier quasi beide Stoffe in einem vereint hat und das ist eine super bequeme Leggings, genauso wie die ich aktuell anhabe oder die 1, 2, 3, 4, die ich jetzt andauernd abwechselnd hier anziehe. Was ich euch noch sagen wollte, ich habe die Oberteile jetzt hier bei diesen beiden Sets in S und die Leggings jeweils in M geholt, weil ich gedacht habe, so eine Nummer größer ist einfach dann nicht, ist dann einfach ein bisschen bequemer, weil es dann nicht ganz so eng ist. Also nicht, dass das bei S jetzt bei mir irgendwie abschnüren würde oder so. Aber ich habe gedacht, ich probiere es einfach mal aus, wie es mit M ist. Und M würde jetzt bei mir genauso gut funktionieren. Das ist halt dann nicht ganz so figurformend, sag ich mal. Finde ich aber persönlich nicht schlimm. Ich muss mal gucken. Ich werde da wahrscheinlich abwechseln zwischen S und M. Kommt halt immer drauf an, wie ich da gerade Lust drauf habe. Aber hier dieses Set gefällt mir auch super gut. Und ich werde euch unten in der Infobox noch die Links von den beiden anderen Sets hinterlassen, die ich mir selber gekauft habe. Falls ihr da auch Interesse dran habt. Ja, also wie gesagt, schaut gerne mal da vorbei. Den Link lasse ich euch unten in der Infobox. Da könnt ihr dann einfach über den auf die Seite von Oceans Apart. Alle Sets sind da auch markiert. Und ich denke, es wird nicht das letzte Mal sein, dass ihr Oceans Apart in meinem Video seht, da ich das jetzt, wie gesagt, ja sehr, 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 sehr oft trage und das einfach super bequem ist und für mich einfach so Casual Wear ist. So, da ich ja keinen Sport mache, das ist für mich halt bequemer. Ja, bequeme Anziehsachen oder bequeme Sportbekleidung, ohne Sport zu machen und einfach dabei gut auszusehen, muss ich echt sagen, weil das sind hier keine Schlabberklamotten. Ich habe hier meine ganzen schlabberigen Jogginghosen alle aussortiert und ersetze die jetzt hier mit den Leggings und auch die andere Jogginghose, die ich ja von Oceans Apart habe, die sitzt auch einfach viel besser und die ist so schön weich, das könnt ihr euch nicht vorstellen, es ist weich. Und was ich hier auch total gut finde, die Sachen kommen zu einem nach Hause, die sind nicht in Plastik verpackt und unnötiger Verpackung. Man hat dann hier entweder einen Karton oder eine Versandtasche und da sind die Klamotten drin, da ist kein Plastik, kein nix. Also das finde ich auch richtig gut. Man hat da keinen wirklichen Verpackungsmüll außer den Karton, die ich aber immer wieder verwende. Also daher ist das auch mit dem Verpackungsmüll super gut und ich mag die Klamotten gerne. Ich war am Anfang auch super, super skeptisch, muss ich sagen, weil wenn man sich die Sets anguckt, ist das halt schon relativ teuer, aber wenn man sich
sich halt diese Codes zunutze macht und dann immer extra Sachen bekommt oder Prozente bekommt und das runterrechnet, dann bezahlt man so im Schnitt zwischen 20 und ich glaube 28 Euro oder so. Also zumindest bei den Sets, die ich geholt habe und wo ich das mal ausprobiert habe. Und dafür finde ich das echt super in Ordnung. Und was ich auch richtig gut finde, die Klamotten stinken nicht nach Chemie. Das ist ja bei der ein oder anderen Firma, wo man dann mal Anziehsachen bestellt oder ja, auch gerade bei Sportsachen ganz oft, das riecht dann ganz extrem und das hat man hier einfach nicht und ich fühle mich hiermit wohl. Und würde mich mal interessieren, ob ihr euch auch schon mal was bei Oceans Apart gekauft habt und wie eure Meinung so dazu ist. Wie gesagt, ich kann das verstehen, wenn man da anderer Meinung ist und das auch vielleicht zu teuer findet. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber ich muss sagen, ich bin super überzeugt davon und ich werde mir auch noch das ein oder andere Set dann zulegen. Da bin ich mir recht sicher, weil ja, die einfach super bequem sind und man gut drin aussieht. Und was ich richtig schön finde, dass es so viele verschiedene Farben gibt. Und es gibt ja auch die Curvy-Reihe, was ich auch richtig gut finde. Also die haben einfach tolle Sachen. Ja, so. Damit sind wir dann jetzt am Ende. Nein, sind wir nicht. Ich hätte es fast schon wieder vergessen. Mensch, ich habe doch noch was für euch. Ha. Naja, nicht ganz farblich passend, aber ich habe hier eine kleine Box für euch gepackt. Weil ich habe gedacht, so mal so als kleines Goodie zwischendrin und vielleicht euch mal wieder so ein kleines Lächeln ans Gesicht zu zaubern, gerade aufgrund der aktuellen Situation, habe ich gedacht, ich schenke euch eine Kleinigkeit. So. Ich muss jetzt aufpassen, bevor ich hier irgendwas rauswerfe. So, das wäre der Blick in die Box. Und ich zeige euch gerade, was hier alles drin ist. Unter anderem haben wir etwas von Huda Beauty. Das ist der Demi Matte Cream Lipstick in der Farbe Shiro. Dann haben wir eine super schöne Lidschattenpalette von Catrice und zwar die Cocoa Chocolate Lover. Also das sind lauter matte Töne mit Base und Highlighter oben. Dann habe ich hier einen Bronzer für euch von Ofra. Ich habe so viele, deswegen packe ich euch den hier rein. Dann eine kleine Duftkerze von Avon May. Ihr wisst, ich liebe Duftkerzen. Und ja, ich ja, mag auch die Kerze von Avon May und dachte, vielleicht freut sich auch jemand von euch über so eine kleine Duftkerze. Dann habe ich euch hier eine meiner liebsten Mascaren reingepackt und zwar von Aiko Black Magic. Ich habe mittlerweile so viele davon, deswegen ja, lasse ich einen an euch weiterwandern. Dann gibt es hier natürlich auch noch was für die Hände, weil Hände wollen gepflegt werden. Und zwar Coco Touch Coconut Hand Cream. Die ist natürlich auch dabei. Und noch etwas für die ja, Gesichtspflege, sagen wir mal. Von M. Asam Vino Rose, eine feuchtigkeitsspendende Gelmaske. Ja, die habe ich euch auch noch reingepackt. Ja, und wenn ihr das kleine Päckchen gewinnen wollt, dann hinterlasst mir doch einen lieben Kommentar mit dem Hashtag Verlosung. Dann weiß ich, dass ihr daran teilnehmen wollt. Alle weiteren Bedingungen schreibe ich euch unten in die Infobox. Da könnt ihr das alles nochmal in Ruhe nachlesen. Ja, und damit wünsche ich euch jetzt einen super schönen Tag, super schönen Abend, je nachdem, wann ihr mein Video guckt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Bleibt alle gesund und ich hoffe, wir sehen uns ganz schnell wieder. Bis dann. Ciao.